Willkommen zu einer weiteren fröhlichen Runde von Yoshi's Woolly World. Wir machen weiter in Welt 5.5. Wattelawiden. Oh Gott. Oh, gratis. Trickanstecker. Das ist sehr gut. Dann machen wir mal versteckte Dinge sichtbar. Hätte ich so oder so gemacht, aber jetzt ist es halt gratis. Man merkt, ich habe schon länger kein Yoshi's Woolly World mehr gespielt. Ich habe halt zuletzt ziemlich viel vorproduziert. Und da gönne ich mir jetzt mal eine Pause. Jetzt nicht so, dass ich darf einen kurzen Moment, ich komme jetzt hier nicht mehr dran. Als ob da nichts war. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht aufnehme, nur weil ich viel vorproduziert habe. Aber ist halt trotzdem dann so, dass ich mir dann mir mehr eine Pause gönne. Und wenn ich fragen darf, ich dachte, da wird's runtergehen. Okay, man kann nicht verhindern, dass das hier einbricht. Aber trotzdem, mir kommt es so unendlich komisch vor, dass da nichts versteckt ist. Hochbelastet. Habe ich sie noch bekommen? Oder war ich zu spät? Ich weiß es nicht. Wow, ist es glatt. Honig. Oh, oh mein Gott! Diesen kleinen Schneeballwerfer. Was? Eben war da auch Abgrund, ne? Ich hoffe, das ist optional. Nicht, dass die Affen hier gleich wieder runterregnen. Da ist es ziemlich optional. Ach, come on! Ah, es ist ein Schmutz. Ich weiß, dass da nichts drin ist, aber Schulz halt dennoch. Es hat auch nichts ist. Ist noch vielleicht hier irgendein Secret? Knäuel. Da oben. Gut, dass ich das noch neu gespielt habe. Das wäre mir sonst nicht aufgefallen. Okay, da war nichts. Net to know. Kann ich noch benutzen? Kann ich nicht. Was ist halt eben mit diesem Wollknäuel? Das ist sehr schlecht! Rette dich! Ja, ich wähle wie am laufenden Spießband. Kannst du mich verkneifen, das hier mitzunehmen? Merkt ihr schon. Ich will alles sammeln.
Hilfe. Das ist hier ein bisschen schwieriger, egal, werde ich schon hinkriegen. Ja, das war nicht gut überlegt. Ja, sonst waren die anderen mal noch nicht, oder? Als ob die einen schiefen Winkel werfen. Ja, ich sehe doch, dass da noch was versteckt ist. Aber wie fies. Okay, war nur Herzen. Ja, warum bist du so asozial gewesen, um da jetzt noch irgendwas Wichtiges zu verstecken? Oh Gott, dieser, dass ich da noch geduckt habe. Alles mitnehmen, bevor es sich auflöst. Sterbt. Brutal, ich weiß. Das hätte ich nicht gebraucht. Also ich meine, danke für die Hilfe, liebes Spiel. Aber da kommt man auch so hin, wenn man ein bisschen Skill hat. Das ist rutschig mal wieder. Will ich dich schon gern besiegen? Ich weiß nicht wieso. Ah! Ich dachte, dass da was versteckt ist, aber nur durch die Lupe. Bleib hier. Wobei, wenn ich jetzt einen anderen Raum betrete, verschwindest du sowieso. Egal. Ja, schon ein paar wenige Stempel. Aber da unten sehe ich schon Stempel. Was ist hier? Hm? Oh, da sehe ich noch was blinken. Als ob da eine Plattform ist. Hab ich nicht gesehen. Nein, verschwinde nicht! Verschwinde nicht! Bitte sagt, dass ihr respawnt. Schon eigentlich auch nicht in Lucky 2 zuerst. Okay, ihr respawnt. Nein, ich will nicht. Ich bin in Lucky 2. Aus dem Kontrollen will ich nicht besiegen. Ja, okay. Ich hab zumindest alle. Schon mit dem
ich habe noch alle bekommen. Vielleicht gäbe es auch noch eine Special-Belohnung, wenn man alle einsammelt. Jetzt ist nicht das erste Mal, dass es so gewesen wäre. Okay, da geht's einfach nur raus. Wollte schon sagen, wie will man das nur ohne die Lupe herausfinden? Mega Yoshi, uns zu schlagen. Spring. Nichts. Ja, nur weil ich wusste, dass da rechts halt eben nichts ist, aber ich meine, ich möchte halt schon immer die 100% im First Try schaffen. Aber jetzt weiß ich, dass da nichts ist, jetzt bin ich schneller. Das war alles und dass dieser finale Sprung nach oben da nicht fies versteckt ist. Und nein, ich habe eine Blume übersehen. Das müssen wir nochmal machen. Vielleicht kann ich das ja noch irgendwie klatschen. Immer wenn da eine Blume wäre? Nee, da ist es immer noch nicht. Aber ich habe schon mal Full Life. Ich hoffe mal, die zwei Stempel sind bei der verbleibenden Blume. Ja, sind sie. Schon in der Katze mal nachgeguckt. Jetzt kann ich mich mal auf die 100% aufmachen. Ich meine, ich brauche jetzt einfach nur durchzurennen, muss jetzt nicht mehr viel suchen. Mein persönlicher Anspruch ist, das jetzt hier in unter 5 Minuten zu schaffen. Garantieren kann ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Wolknäuel abgesprungen bin, ne? Man kann nicht auf dem Wolknäuel abspringen, wie dämlich.
zuerst jetzt bis dahin gehen, wo jetzt das Geschenk ist. Lucky two. Nein, ich habe jetzt die Wolke zerstört. Aber der Dude respawnt auch gleich. So. Jetzt einfach nur noch ins Ziel. Weiß nicht, ich kann es vielleicht auf Wollknollen springen, aber ich kann es mit der Zunge mir so holen, einfach so dämlich. Dich habe ich nicht gesehen. Aber das Wollknoll, was geworfen wird, da kann ich drauf springen. Logik 100. Scheint es so zu sein, dass ich die Blume kriege? Nein, eins zu spät. Schade. Ich hab's in 2 Minuten geschafft, ich sag hier unter 5. Dann merkt man mal, wie kurz die Level eigentlich sind. Ja, und das Spiel eigentlich nur so lang ist, weil man auf 100% sucht. Also weil ich zu 100% suche. Ich habe zwar die Level alle zwar schon mal gespielt, aber kennen sie bei weitem nicht auswendig. Mein Gehirn ist da so gut wie gelöscht. Da bleiben nur noch einzelne Mini-Fragmente übrig. Ich halte einen neuen Stempel, den ich hier verwenden kann, weil Miiverse tot ist. Hurra! Weiter geht's beim nächsten Mal mit 5-6. Nicht den Faden verlieren! Dann sage ich aber an der Stelle, ciao Leute! Wie schmeckt ihr?